Hallo, liebe Zuschauenden in der Runde. Es ist ein ziemlich verflixtes Wochenende. Wir hatten am Freitag den Tobias Pflüger da, um ihn gestern Abend auszustrahlen. Mussten dann die Heike leider absagen und verschieben. Und auch heute um 11 Uhr kann die Gilkay leider nicht da sein. Geschenk haben wir schon vorbereitet. Wir hoffen, die Gilkay kommt noch zu einem anderen Zeitpunkt, damit sie dann auch ihr Geschenk kriegen kann. Und wir haben uns überlegt, worüber wollen wir dann kurzfristig reden. Meine Ersatzkandidatin Dr. Jutta Zwaschka ist glücklicherweise kurzfristig eingesprungen, sodass wir zumindest ein bisschen senden können, um auch zu honorieren, dass ihr euch Sonntagmorgens um 11 hier vor die Geräte setzt, um uns zuzuschauen. Wenn man sich die Homepage von der Gilkay anguckt, dann sieht man, dass es letzten Sommer eine Veröffentlichung gab, dass es Morddrohungen gibt. Die Janine Wissler war vor kurzem auch schon im DFL. Beim Interview ging es dann um Morddrohungen und darum, wie auch die hessische Landespolizei damit umgeht. Ich finde es ganz schön bedauerlich, vor allem ein Jahr nach Hanau, dass es Menschen gibt, die Menschen mit dem Leben bedrohen, nur weil sie halt nicht Meyer Müller-Schmidt heißen und weil sie sich einsetzen wollen für eine multikulturelle und liberale Gesellschaft, wo eben auch Menschen hier gut wohnen können, die ebenfalls weder Müller, Meyer und auch nicht Schmidt heißen. Was die Veröffentlichung betrifft, haben wir die vorbereitet und ich würde den Armin bitten, sie kurz einzublenden, auf das man sich das nachlesen kann. Es ist ein aktuelles Thema. Der Herr Lübcke war jetzt nicht unbedingt bei der Linken, wurde aber trotzdem letztendlich seines Lebens beraubt und ich finde, das geht gar nicht. Frau Dr. Jutta Zwaschka ist ja nicht nur Ersatzkandidatin bei der Linken zur Landtagswahl im Wahlkreis Esslingen, sondern beschäftigt sich auch beruflich mit dem Thema und wir haben uns kurz überlegt, was kann man denn gegen Ängste tun. Es macht ja auch was mit einem. Wir haben im Vorgespräch auch festgestellt, wenn wir im Moment den Zündschlüssel unserer Autos rumdrehen, dann warten wir immer noch einen kurzen Augenblick und gucken, ob der Motor startet oder vielleicht etwas anderes. Es macht was mit einem. Wie kann man damit umgehen? Ja, also erstmal ist es absolut ächtenswert, ja. Und voller Verachtung bin ich für solche Leute, die sich solcher Mittel bedienen, um quasi den politischen Gegner oder Gegnerin oder einfach Andersdenkenden dazu zu bringen, sich überhaupt nicht mehr zu äußern und quasi alles andere hinzunehmen und den Andersdenkenden freies Feld zu überlassen. Ja, also Morddrohungen darf man natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber ich denke, die Exekutive sollte da auch noch deutlich einen Gang zulegen, ja, um solches Verhalten auch zu bestrafen, weil es kann nicht sein, dass dadurch unsere demokratische Gesellschaft gefährdet wird. Also ich selber habe auch schon wegen meinem Nachnamen öfters mal Anfeindungen abbekommen, weil Zwaschka ist eben kein üblicher Name wie Meyer Müller-Schmidt. Und dann denken die Leute auch, ja, ist es tschechisch, ist es polnisch, ist es russisch? Und dann muss ich immer weit ausholen und sagen, dieser Name ist abgewandelt und kommt ursprünglich von dem Nachnamen Schlesinger. Und die waren in Preußen und sind dann über Polen nach Tschechien gewandert und da wurde aus diesem Namen Zwaschka. Mein Vater war Sudetendeutscher, ist vertrieben worden und kam dann erst nach Bayern und dann nach Baden-Württemberg und meine Mutter kam aus dem ehemaligen Jugoslawien, kroatische Volksangehörige. Und die hatte auch oft damit zu kämpfen gehabt, dass einfach auch ihr Vorname kein Deutscher war. Dragica entspricht dem heutigen Dagmar. Und es ging dann manchmal auch so weit, dass aufgrund des Namens einem abgesprochen wurde, gut Deutsch zu können. Kann ich mich gut daran erinnern, dass meine Mutter einmal zum Elterngespräch war in der Grundschule. Und da hat die Klassenlehrerin zu meiner Mutter gesagt, die Jutta ist sehr gut in Deutsch, gehört zu den Besten, noch mit einer anderen Deutschen, richtig Deutschen sozusagen. Und andere Eltern hätten sich beschwert, wie es sein kann, dass ich bessere Noten im Diktat oder im Aufsatz habe, weil ich ja eine Ausländerin bin. Ja, und dann musste sie sagen, es wird bewertet wie bei jedem anderen, ja, ein Diktat nach den Fehlern und im Aufsatz nach Inhalt, ob man das Thema gepackt hat oder nicht. Und danach wird bewertet und nicht nach dem Namen. Ja. Und Ängste
kann ich gut nachvollziehen. Also auch als Kind gab es dann manchmal so Situationen, dass Nachbarskinder quasi nicht mit mir spielen durften, weil irgendwelche Kinder von rechtsaktionären Eltern gesagt wurde, die Jutta ist eine Ausländerin und mit der darfst du nicht spielen. Und die Kinder, die dann gern mit mir spielen wollten, die sind dann abgehauen vor lauter Angst, wenn sie die anderen zwei gesehen haben, dass die sich nähern. Ja? Und eine von diesen, die ist dann später tatsächlich in den Kindergarten gegangen und hat Erzieherin gelernt. Und da frage ich mich, welches Gedankengut verbreitet die heute? Und dann höre ich, heute reist sie gern nach Kolumbien. Also irgendwie ist das alles sehr widersinnig, ja. Und man kann sich da keinen rechten Reim drauf machen. Also ich denke, die Leute, die suchen dann einfach auch den Namen irgendwie als Ausrede, ja. Und zu sagen, dieser Name ist nicht deutsch oder das Verhalten ist nicht deutsch oder das ist quasi unter dem Niveau, um die Leute damit fertig zu machen und eigentlich haben sie Angst vor Konkurrenz. Frei nach dem Motto, jetzt nehmen uns die Ausländer auch noch die guten Schulnoten weg. Ja, so war es wirklich. Ja, also absolut hirnrissig. Ja. Und ich sage immer auch, das war auch ein Grund, warum meine Mutter, die sehr gut ausgebildet war aus Jugoslawien, die hatte nämlich Finanzbuchhalterin und Industriekauffrau gelernt, keine leitende Position bei der Bank übernehmen wollte. Ihr wurde das mehrfach angeboten, eine Filiale zu übernehmen, wo sie gesagt hat, nein, sie macht nur Vertretung, gerade aus diesen Gründen, weil sich viele Deutsche da herabgesetzt gefühlt haben und gesagt haben, warum soll die jetzt besser sein als ich? Obwohl es bekannt war, dass sie gerade denen dann auch wieder bei der Buchhaltung und bei der Finanzabrechnung die Fehler entdeckt hat, über die die anderen schon ein, zwei Tage gebrütet haben. Dann wurde dann auch wieder gesagt, ja, was ist denn das für eine Mutter, die geht da volltags arbeiten und bringt ihr Kind in die Kita. Damals war das noch schlimmer als heute, also quasi Rabenmutter und so weiter und so fort. Und da sollte ihr dann auch irgendwie Angst gemacht werden, dass sie ihren Lebensweg weiterverfolgt, das, was sie machen möchte, dass sie das auch tatsächlich ausführt. Und also Angst gibt es auf ganz verschiedenen Gebieten auch. Also es muss nicht auch immer quasi mit der Morddrohung enden. Es fängt dann auch schon damit an, dass man quasi einem Angst gemacht wird, einfach auch in der Schule erfolgreich zu sein, weil du dann denken musst, das passt irgendjemand nicht und der kommt dann mit dem her, warum kann die jetzt besser sein? Oder quasi früher auch mal quasi diese Meinung, Ausländer sind per se dumm. Das gab es ja auch so, die Meinung. Ja. Hast du da was mitgekriegt? War in deiner Klasse jemand mit ausländischem Background so? Ja, also als ich in die Realschule ging, gab es da auch eine Handvoll, aber das waren keine Ausländer, das waren Mitschüler und da war das eigentlich auch kein Thema so großartig. Wir sind gemeinsam groß geworden und hatten eigentlich auch gemeinsam mächtig viel Spaß. So. Ja, also innerhalb der Klasse dann später auf dem Gymnasium war das auch kein Thema. Also das war mehr Thema in der Grundschule, also 1. bis 4. Klasse. Und ich denke, dass es heute auch noch nicht ganz weg ist. Aber um zurückzukommen auf Morddrohungen, wie gehe ich damit um? Ich denke, ein ganz wichtiger Weg sind Selbsthilfegruppen. Also gerade wenn das auch Abgeordnete aus dem Landtag, aus dem Bundestag erfahren müssen, dass die sich über die Fraktionen hinwegsetzen und sich zusammentun und mal ihre Erfahrungen auch austauschen. Außerdem finde ich gut, quasi sich über die Krankenkasse einen Kurs zu verschreiben lassen, verhaltenstherapeutisch, progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen, die sehr effektiv ist, auch bei Ängsten. Und das kann man überall anwenden, also auch im Bundestag, im Zug oder im Landtag oder bei einer Sitzung. Da geht es darum, einzelne Muskelgruppen immer wieder anzuspannen und zu entspannen und dann diese Entspannung gut zu fühlen auch und sich da hineinzubegeben. Und es ist nachgewiesen, dass das dann auch die Herzfrequenz senkt und einem hilft, auch bei Schwitzen oder bei Panikattacken. Es in der Fraktion anzusprechen und gemeinsam auch mit den anderen Fraktionen vielleicht auch vor die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, das ist ein Verhalten, das nehmen wir nicht hin, auf jeden Fall. Das ist das Mindeste. Aber ich finde, es ist auch ein gesellschaftliches Problem, das wir gemeinsam angehen müssen. Wenn NSU 2.0 über Polizistinnen und Polizisten Daten von anderen Menschen bekommen, die diese nicht haben sollen und dürfen,
dann kann es nicht sein, dass das mal mit Schulterzucken eine kurze Meldung in den Medien ist und danach wieder verschwindet. Wenn Aktien des NSU-Prozesses verschwinden und es nicht mehr ist als ein Schulterzucken, wenn keine personellen Konsequenzen hierfür daraus gezogen werden, dann geht es gar nicht und es ist ein Problem, dem wir uns gesellschaftlich stellen müssen. Es geht dabei nicht nur um Migration, es geht nicht nur um Menschen, die vielleicht andere sexuelle Neigungen haben oder ein anderes Geschlecht haben wollen, als ursprünglich in ihrem Pass steht. Es geht um keine einzelne Minderheit, sondern es geht um uns alle. Und es muss uns ein Anliegen sein, dass wir einen sicheren Rechtsstaat haben, der sich dieser Sache annimmt. Und mit Tobias Pflüger am Freitag hatten wir ja schon davon, es braucht auch ein Aussteigerprogramm für Polizistinnen, Polizisten, für Menschen bei der Bundeswehr, die aus Gründen des Korpsgeistes nicht mehr bei Sachen mitmachen wollen, die gegen das Gewissen und die gegen Grundrechte sind. Aber das müssen wir gemeinsam tun. Dafür braucht es eine starke Linke im Landtag. Dort möchte ich mich gerne dafür einsetzen. Aber es braucht auch im Alltag so etwas wie die vielgepriesene Zivilcourage, die in Sonntagsreden immer gefordert wird. Aber wenn wir uns beispielsweise angucken, vor kurzem der 10. Geburtstag des Schwarzen Donnerstags, als die CDU-geführte Landesregierung mit Wasserwerfern auf Rentnerinnen losgegangen sind, wo einem die Augen rausgedrückt wurden mit dem Wasserwerfer, personelle Konsequenzen wurden, glaube ich, keine großartig gezogen. Es ging einfach so weiter. Die grün-rote Landesregierung und auch die grün-schwarze Landesregierung hatten überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas zu tun. Auf einer Demonstration fasste ein Polizist meiner damaligen Freundin an die Brust. Konnte man leider nicht ahnden, weil die immer noch keine Namensschilder tragen. Das geht gar nicht. Und ihr alle Uniformierten, die ihr anders seid, bitte kümmert euch darum und schaut, dass es anders wird. Denn so werdet ihr immer wahrgenommen als die, die Racial Profiling machen, die nach Stammbäumen gucken, wenn irgendwo wieder medienwirksam etwas schiefgegangen ist. Werdet ihr immer mit in Sippenhaft genommen, wenn es darum geht, ja, ihr wisst schon. Seid einfach anders und lebt es auch. Und schließt euch zusammen, bildet Banden. Es ist ein gesellschaftliches Problem, aber auch wir als Zivilgesellschaft, wir als Politik, ganz ohne euch und über euch hinweg geht es nicht, sondern nur mit euch. Ja, also zu dem Thema Zivilcourage kann ich auch noch was sagen. Mein Vater war ja zunächst beim Bundesgrenzschutz als Feldjäger, quasi Militärpolizei, später dann in Stuttgart als Polizeibeamter tätig. Und er hat mir schon von klein auf gepredigt, dass Zivilcourage sehr wichtig ist. Also statt in der Freizeit jetzt nur in den Wald zu gehen, haben wir uns öfters auch mal das BGB vorgenommen oder das Strafgesetzbuch, darüber diskutiert. Und ich bin ihm heute noch sehr dankbar, dass wir oftmals den Stoff durchgegangen sind von der Geschichte und von der Gemeinschaftskunde und dass er mich dafür auch sensibilisiert hat und jetzt auch nicht gesagt hat, irgendwie Frauen geht Politik nichts an und jetzt geh mal lieber und häkel irgendwas für eine Puppe oder sonst irgendwas. Und er hat ja auch große Traumata hinter sich gehabt, weil damals in der Tschechoslowakei nach dem Krieg wurde sein Vater im Nebenhaus gelyncht. Das hat die ganze Familie mitbekommen, die ganzen Schreie und so weiter. Das hat die ganze Familie schwer traumatisiert. Aber er ist da trotzdem nicht jetzt von seiner Richtung abgerückt, dass er jetzt gesagt hat, jetzt muss ich mein ganzes Leben dafür aufwenden, das den Tschechen irgendwie zu vergelten. Ja? Das kann man einfach nicht so machen. Und wir müssen uns da wirklich gute Konzepte überlegen auch, wie wir dagegen vorgehen. Und es ist also wirklich nicht akzeptabel, jemand aufgrund seines Namens irgendwie oder seiner Herkunft oder sexuellen Bestimmung da zu diskriminieren und anzufeinden und quasi dann quasi den Wunsch zu haben, den oder diejenigen mit dem Tod quasi aus der Bühne rauszubekommen, um eigentlich die eigenen Visionen, so falsch sie auch sein mögen, ungehindert verbreiten zu können. Also wo kommen wir denn da hin? Ja, das ist ja dann quasi die Herrschaft irgendwie von einem Mob. Ja, also kommen wir dann dahin, dass jeder dann bei sich zu Hause eine Pistole oder ein Gewehr haben muss, weil man nicht weiß, wer lauert hinter
dem nächsten Baum, wenn man in den Wald geht. Und dann haben wir Verhältnisse wie in den USA, ja, weil die Polizei ist einfach nicht so präsent, ja, und vielleicht auch nicht gleich aktiv, wenn was auf dem linken Feld und auf dem rechten Feld passiert. Und wollen wir dann solche Zustände haben, dass quasi Leute, die anders denken, dazu gezwungen werden, irgendwie sich mit Molotow-Cocktails oder sowas zu wehren? Ich meine, irgendwann ist der Punkt dann auch überschritten, dann irgendwann sind die Emotionen auch da. Was passiert dann mit den Familienangehörigen, wenn jemand angegriffen wird, schwer verletzt wird oder gar getötet wird? Das sind ja die Emotionen da. Da kann es natürlich auch Vergeltungsschläge geben. Und es gibt dann eine Spirale, die geht immer, immer weiter. Die einem Einzelnen zugefügte Ungerechtigkeit ist eine Bedrohung für alle. Montesquieu. In diesem Sinne lasst uns alle gemeinsam zusammenstehen, für das Gute kämpfen und eintreten, auch wenn es manchmal schwer fällt. Aber nur gemeinsam sind wir stark. Gehabt euch wohl und schönen Sonntag. Und herzlichen Dank, liebe Jutta, dass du da warst. Ja, sehr gerne, lieber Martin. Danke auch für die Einladung. Ja. Am 14. März wählen gehen, im besten Fall eine demokratische Partei und im noch besseren Falle die Linke, denn wir haben es uns verdient. So sehe ich es auch. Danke.